Servus und damit recht herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Nur zum kleinen, aber feinen imperialen Städtli. Dürschen Stadt, keine Ahnung. Ich habe schon mal ein bisschen weiter geformt. Man sieht es an meiner Spitzhacke und an meinen Steinen im Inventar. Verzeihung. Hey, der Witzka. So. Jetzt werden wir erstmal hier weitermachen. Geschwind. Wie das himmlische Kind. Mit fantastischer Bible-Musik. So, und dann bauen wir den Torforsch. So, da kommt das hier alle dran. Und dann sind wir auch schon fertig, Mann. Weißt du was? Ich bin so scheiße, ne? Ich hab immer noch geschafft, diese Dings zu machen, ne? Ich hab's immer noch nicht geschafft, hier, na, ist auch schön. Genau das hab ich noch nicht geschafft. Das waren 8, ne? Eine 8 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 1, 2, 3. So. Da bauen wir mal hier fertig und dann geht's weiter mit einem anderen Mauer. Alter, ich bin froh, wenn wir das fertig haben. Weißt du, was das Problem an der ganzen Sache ist? Wenn wir nämlich damit fertig sind, erwartet uns diese Torheit hier. Alles gefüllt. Hier drüben müssen wir dann auch noch ein bisschen was auffüllen. Und ich würde sagen, mit deinem Timelapse werde ich euch zeigen, wie ich die ganzen Mauern upgrade. Rein theoretisch können wir hier einen Eingang lassen, ne? Rein theoretisch. So, dann geht's hier weiter. Wir haben jetzt 3, dann nochmal 3 und dann 2. Erinnert mich gerade klein wenig an Conan Exiles, ne? Ich weiß nicht warum, aber hatte ich nur Vibes von Conan Exiles. Ach, schade, dass wir den Server dort nicht mehr haben, ey. Hätte ich auch keine weitergemacht, du. Boah, hätte ich auch keine weitergemacht, du. Siedler wollte ich auch noch weitermachen. Weil ich wollte eigentlich 3 Let's Plays am Dorf machen. Wenn ich das irgendwann mal so ein bisschen neben hauptberuflich machen könnte, würde ich auf jeden Fall viel mehr machen. So, dann hier. Wir haben diesmal ein bisschen weniger Steine dabei, dummerweise. Ich habe gerade wieder ein Video von Sascha gesehen über OnlyFans. Gute Frau. Und die hat, ganz ehrlich, es wird ja extrem harmlos, ne, so der sexuelle Content und so. Und man hat es ja eigentlich schon zu YouTube-Zeiten, ne, als YouTube angefangen hat und so, ne. Ich war zwar nicht dabei, aber ich hab's mir viel davon angeguckt, hat man das ja schon gesagt. Ja, Digi, stell nichts ins Internet, ne, weil Internet vergisst nicht, stell nicht rein, was hier noch mal gefährlich werden kann. Und da gibt es ja einige Creator im Netz, die das nicht ganz so beherzigt haben. Mal um Battle Lord anzusprechen. Der hat ordentlich reingeschissen in das Programm. Dem hängt das ja schon 10 Jahre lang nach und er füttert auch die ganzen. Ne, dann gibt es auch andere Persönlichkeiten, die so viel Scheiße gemacht haben. Und du siehst das halt, ne? JugendTV zum Beispiel hat in seiner Vergangenheit auch übelst viel Dünnes gemacht. Und das wird ihm heute noch vorgehalten. Obwohl er halt gesagt hat, Digi, ne?
Finde ich nicht mehr geil, was ich da gemacht habe. Ich distanziere mich sehr davon. Trotzdem gibt es da Menschen, die halten das eben vor, ne? Und das wird immer so sein. Denn wenn Leute dich angreifen wollen, nehmen die Leute sich halt alles, was eine Angriffsfläche bietet. Und so kommst du dann auch wieder zu den Leuten, die dich fronten, weil du eine Frau bist, die dich fronten, weil du, ne? Transmensch, nennen wir so, Transfrau oder Transmann halt bist, ne? Weil du halt aus der Norm fällst und hast mir gesehen, die dich fronten dafür, dass du deine Haut vor warst, alles, da geht's schon los, ne? Und das OnlyFans-Ding finde ich persönlich abstoßend, ne? Weil, das heißt abstoßend, ne? Wenn du es machen willst, mach's. Bitte. Aber seid ihr immer im Klaren, dass das Konsequenzen hat. Weil alles, was man im Leben tut, hat Konsequenzen. Konsequenzen. Auch das hat Konsequenzen. Dass wir hier runterfallen und nicht mehr hochkommen, weil wir keine Leitern dabei haben, das hat Konsequenzen. Deswegen hat das alles Konsequenzen. So, Konsequenzen hat auch, dass wir hier noch nicht fertig sind. Und das Schiff wie blöde. Ja, wie gesagt. War ein starkes Video. Ich mir gerne reingezogen. Ich muss ja eigentlich mal Ain't of Reactor machen, ne? Hat ich echt Bock drauf. Nee, also. Da musst du echt vorsichtig sein. Also an alle, die sagen, ja, feier ich, will ich unbedingt anfangen mit. Dreimal überlegen, was du ins Internet stellst, ne? Weil irgendwann kommt die Zeit, wo du es nicht mehr machen willst. Ich würde sagen. Und dann sagt das Internet zu dir, Dicky, guck mal, da, was haben wir denn hier? Und schon bist du dann, ne, wirst verurteilt für alles, was du im Internet gemacht hast. Du wirst verurteilt für deine Fotos, du wirst verurteilt für deine Meinungen und du wirst auch verurteilt, ne, wenn du dich gar nicht mehr damit identifizierst und sagst, nee, fand ich selber scheiße. Selbst da wirst du immer noch verurteilt. Einige Menschen sagen, okay, hat sich distanziert, finde ich gut. Andere Menschen sagen, Digi, distanziert? Bro, du hast es trotzdem gemacht. Das ist wie, wenn du alkoholisiert Auto fährst, ne? Du kannst zwar danach sagen, ja, Digi, ja, sowas mag ich eigentlich nicht und ich würde sowas nie wieder machen, aber du hast es trotzdem gemacht. Und wenn du dann auch noch andere Menschen schädigst dabei, hast du richtig unter deine geschissen. Und es ist halt Fakt. Selbst wenn du es nicht mehr unterstützt, es war mal gemacht und Menschen suchen sich dann diese Punkte, um dich zu fronten. Um dich kaputt zu machen. Ne? Wenn du nicht gerade das härteste Stück Scheiße bist, was es gibt, dann. Also jetzt ein Stück Scheiße, negativen, sondern ne, positiven, hat er gesagt. Weil du musst schon der Part sein, dass dir das nichts oder wahrscheinlicherweise wirklich ein Stück Scheiße sein, damit dir das überhaupt nichts gemacht. Ne? Ich denke mal, es gibt genug Leute, die das. Ich würde gerade sagen, nee, das ist zu viel. Es gibt genug Leute, die viel gemacht haben und die es nicht kalt lässt, was dann die Folge daraus war. Ich kann nur sagen, wie überdenket eure Meinung immer. Überdenket eure Aktion und überdenket alles, was ihr so tut im Internet. Vor allem im Internet. Weil das Internet ist nicht nett. Das Internet ist gar nicht nett. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier. Perfekt ist erstmal, dass wir das so machen. Nein, falsch. Aber es gibt genug Positives auch im Internet, ne? Man sollte sich auch mal darauf konzentrieren, nehmen wir nur das Negative, klar, man sollte sich über das Negative aufklären. Aufklären, Junge. Klare auf, Junge. So. Machen wir nicht jetzt, das ist ja voll unsymmetrisch. Unsymmetrisch, bepätrisch. Bam, 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 bam. Okay. Was?
So. Was? Nee. So. Machen wir so. Söchen, Popöchen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, ne? Weil wir haben ja wieder das Problemchen, dass wir an die ran müssen. Genau, warte. Wir müssen hier ran. Hier ist die Mauer und unter erste Pillars. Das heißt, wir drüben werden wir wahrscheinlicherweise wieder ein Fundament setzen. Das bedeutet aber auch, dass wir den ganzen Scheiß auch aufschütten dürfen. Weil so wie das aussieht, geht das hier voll ins Leere. Aber wir werden die Fläche brauchen. Wir werden die Fläche brauchen. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier einen auf Vorskizzieren. Ist übrigens immer noch nicht stattgefunden, ne? Sagt man das so? Keine Ahnung. Da ist der Turm. Das bedeutet, der Turm ist da. Eigentlich müsste man erstmal hier loslegen, ne? Bevor wir da drüben loslegen, wir müssen erstmal gucken, wo wir hier lang kommen. Das bedeutet, tun. Hier weiter. Eine Krabbe, das Füßli, der Unterschenkelbänke. Bis hierher müssten wir gehen, ne? Da gucken wir erstmal, wie weit wir mit unseren Kindern da kommen. So, 1, 2, 3, dann wäre hier einer. 1, 2, 3, dann wäre hier einer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn du OF, ne, zum Beispiel, wird ja auch als Gleichbestimmung, Selbstbestimmung wahrgenommen, ne, was ich jetzt ehrlich komisch finde, weil man unterwirft sich ja trotzdem dem Markt der Männer, ne. Ich meine, ja, die Frauen sind dort wahrscheinlich höher vertreten und viele mehr Frauen, die hier das große Geld dort suchen und so, aber wenn du dann so, ja, tust, was die Männer halt wollen, weil, ne, wie das in dem Saschka mit dir schon gesagt wurde, ne, du unterwirfst dich wirklich den Männern. Du machst das, was die Männer wollen. Und wenn die Männer wollen, dass du das und das machst, dann hast du das zu tun, also musst nicht tun, ne, aber dann verdienst du halt keine Moneten mehr. Und dann gibt's halt andere Frauen, die das machen, und dann siehst du ziemlich alt aus, ne. Haben die auch gesagt, ne, dass du deine eigenen Grenzen immer wieder überschreitest, ne? Selbst deine eigenen Grenzen immer wieder selber einreißen musst, damit du dort erfolgreich bleibst. Das ist wie bei YouTube, denke ich mal. Um erfolgreich zu bleiben, musst du schon, ja, was heißt Erfolg, ne? Ich denke mal, du wirst niemals gleichbleibend auf YouTube oder Twitch sein, ne? Du wirst immer Hochs und Tiefs haben, und wenn du nicht gerade alles in deiner Macht Stehende tust, um Klicks zu generieren, dann wirst du stagnieren, und wenn du halt wieder was machst, was viel Anklang findet, irgendwie eine Meinung hast und so, dann wirst du da auch wieder mehr machen können, muss ich jetzt sagen. Ne? Aber wenn du da so auf Krampf versuchst, hier, ne, dein, zum Beispiel dein Hype fortzuführen, dann wird das sowieso nie was.
Ich brauche davon nicht reden. Ich habe jetzt Stand jetzt 455 Abos. Seit November ist das eine Steigerung von 400 Abos. Nee, ja, sagen wir mal so 350 Abos. Eine Steigerung seit November. Oh, ganz geil. Ist ganz geil. Finde ich cool. Und ich würde so weitermachen. Ich will so weitermachen. Aber ne, viel einbilden soll man sich darauf nicht. Nur weil man jetzt ein bisschen Reichweite hat und so. Ne? Und ich muss jetzt gucken, wo wir als nächstes ran müssen hier. Wir machen jetzt erstmal hier oben die Mauer fertig. Und dann gucken wir weiter. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe eine... Ich kenne eine Frau. Meine Frau. Meine Freundin halt. Die würde das auch machen, hat sie gesagt. So, ne. Ich persönlich finde es irgendwie blöd. Ne? Ja, ne. Ihr habt... Ne, Frauen haben von Gott gegeben einen schönen Körper und so, aber wenn man den so freizügig präsentieren soll, ist ja jedem selber überlassen. Wie gesagt, ist jedem selber überlassen. Was ist denn das da hinten? Das könnte man auch so. Ne, jeder soll machen, was er will, solange es niemand anders beeinträchtigt in seiner Schaffenskraft und so. Ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Nazi bist und du willst andere Menschen umbringen, die nicht deiner Meinung sind und nicht deiner ethnischen Klasse entsprechend, dann sollst du bitte nicht machen, was du willst, dann sollst du bitte das Maul halten und sterben gehen und so, weißt du, aber ich sag's jetzt mal so salopp, weil Digga, ist auch wieder sowas. Was interessiert mich, welche Hautfarbe du hast, Ding. Ne? Mich interessiert's, was als nächstes vom Teller landet. Ja, ich bin Fleischfresser. Damit müssen halt alle leben, ne? Auch die Tiere müssen damit leben. Irgendwann werde ich vielleicht Veganer. Wenn ich dann sage, nope, jetzt nicht mehr. Aber ich esse jetzt auch nicht so viel Fleisch, ne? Wenn es hochkommt, einmal Fleisch im Monat. Weil ich könnte gar nicht so viel Fleisch essen. Bei mir in der Firma zum Beispiel essen sie alle Mittwoch und Donnerstag Wurst. Ich habe dann eine Zeit lang mitgemacht, weil war geil, aber dann habe ich gemerkt, so geil ist das auch ne. Es ist halt teilweise irgendwann bist du so übersättigt, überfressen mit dem Zeug, dass das einfach nicht mehr schmeckt. Und Fleisch ist auch so ein Ding, das kann ich nie jeden Tag fressen, das geht einfach nicht. Alter, wie willst du Fleisch jeden Tag fressen, Digga? Fleisch jeden Tag, Fleisch, ne. Da müsstest du ja so viel unterschiedliche Fleischarten fressen, dass du... Da hätte ich keinen Bock drauf, die. Das wäre mir dann zu viel. Immer im Monat ein schönes Stück Fleisch. Von mir aus. Kann jeder machen. Soll jeder machen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage hier, ne, Fleisch ist gesund und die einzigste Alternative gibt's nicht. Keine Alternativen zu Fleisch essen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch geile andere Alternativen. Digga, ich habe jetzt durch meine Freundin Dings kennengelernt. Schnupfnudeln. So geiler Scheiß, ne? Schnupfnudeln, Knoschi, so richtig schöne Teigteile, Alter. Ich liebe Knoschis, ich liebe Schnupfnudeln, ich liebe alles daran, Alter. Ist einfach richtig geiler Shit. Sag ich dir. Richtig geiler Shit. So. So. Dann so. Und dann so. Da hätten wir den. Dann müssten wir hier zwei rüber. Eins, zwei. Dann hätten wir hier einen dritten. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt müssen wir hier noch Strom weghacken. Oh, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao. Mit V. Ganz männlich. Ein Fleischesser.